Hallihallo! Gestern habe ich so ein schönes Video gemacht, und zwar war ich draußen bei uns, sind die ganzen Wiesen überschwemmt gewesen und jetzt inzwischen gefroren. Das heißt, ich bin zum Schlittschuhfahren gegangen. Das war so schön. Und habe da ein Video gemacht, bevor ich dann losgedüst bin mit meinen Schlittschuhen zu dem neuesten Corona-Gipfel, die Woche, als es um die Verlängerung des Lockdowns ging, was ja eh klar war. Habe ich so ein kleines Statement nur dazu abgegeben, weil sich länger damit zu beschäftigen ist ja sinnlos, weil es ist ja nur noch erfundene Scheiße, die da aufgetischt wird. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber es ist so. Also, ich sehe es so. Und das Video habe ich dann daheim, wollte ich schneiden und hochladen. Und habe dann leider festgestellt, dass der Wind anscheinend ging. Das habe ich gestern gar nicht so gemerkt, aber das hat so im Mikro gerauscht, dass ich mich nicht getraut habe, das hochzuladen. Ich habe das jetzt hier, ich hänge das dann hier ans Ende von dem Video an. Also wer sich's trotzdem anschauen möchte, obwohl der Ton teilweise grottenschlecht ist, tut mir echt leid, der kann sich's trotzdem anschauen. Aber so im Nachhinein habe ich mich noch ein bisschen mit diesem ganzen Thema beschäftigt und habe dann noch ein kleines Video gefunden, das muss ich jetzt unbedingt noch einblenden. Und zwar geht es bei dem, worüber ich geredet habe, ja um die Inzidenzwerte 50, 35, also 35 ist das neue 50, ist ja das totale Schlagwort. Und da habe ich noch das Video hier gefunden vom Wieler. Das muss ich unbedingt noch einspielen, bevor ich zu dem Thema von dem jetzigen Video komme. Diese Inzidenz ist halt die Zahl, die sich am schnellsten ändert. Das heißt also, es ist eine gute Kennzahl, wo man schnell eskalieren sollte. Wenn man also sieht, die Inzidenz geht hoch, dann muss man schnell reagieren. Wenn man über Deeskalation spricht, also darüber, dass man quasi hier und dort lockern möchte, dann ist die Inzidenzzahl nicht die beste Zahl, sondern gibt es andere Parameter, die ein bisschen besser geeignet sind. Inzidenz von 10, habe ich auch schon, glaube ich, vor 2 Wochen gesagt, das wäre eine coole Zahl. Ja, Inzidenzwert, wenn man was schlechter machen will für die Menschen, super. Inzidenzwert, wenn man was besser machen möchte für die Menschen, oh, nicht so gut. Da gibt es andere Parameter, hat nicht gesagt welche, aber andere halt auf jeden Fall. Also schlecht. Aber das Beste an dem kleinen Clip finde ich halt echt, die Zahl 10 finde ich cool. Also 10 positiv getestete von 100.000 Einwohnern und die ganze Sache wird wieder zum Erliegen gebracht. So ist der Plan. Okay. Mehr möchte ich zu dem Thema gar nicht sagen, weil wie gesagt, mein Outdoor-Video hänge ich hinten an und ja, man kann ja nichts verstehen. Es ist nur, ja, mich macht es immer wütend bei anderen YouTubern, wenn ich das höre, dass der Ton irgendwie so schlecht ist. Deswegen, wer will, kann sich's anschauen. Wer sich's nicht antun will, kann ich total gut verstehen. So, und jetzt komme ich zu dem Thema, was ich dann eigentlich heute machen wollte. Und zwar in dem Zusammenhang, als ich da recherchiert habe, nach ein paar Daten zu dem Lockdown, bin ich auf was anderes gestoßen. Und ja, das hat mich total neugierig gemacht. Und zwar ist mir der Artikel hier aufgefallen, für tausende Fälle verantwortlich. Studie. Querdenker brachten Corona von Demos mit. Immer wieder protestieren Querdenker ohne Abstand und Masken gegen Auflagen, empören sich über Verbote und verlangen Belege für die Gefahren ihrer Treffen. Genauso einen erbringt nun wohl eine Studie. Die Macher berechnen, wie viele Infektionen infolge der Demos entstanden. Ui, habe ich mir gedacht, das ist ja cool. Die haben ja schon immer gesagt, schon von Anfang an, dass diese Großdemos die totalen Super-Spreading-Events sind. Aber komischerweise kam ja nie irgendwas im Nachhinein. Und das hätten sie mit Sicherheit getan, wenn sie irgendwelche Beweise dafür gehabt hätten. Ach, das wäre doch sowas von ausgebreitet worden. Das sollte doch jedem klar sein. Und jetzt kommen sie an mit einer Studie,
Also eine richtige Studie, die beweist, durch Berechnungen haben sie das jetzt bewiesen, dass eben diese Demos natürlich dafür verantwortlich sind, für viele, viele Tausende von Infektionen. Ja, dann habe ich natürlich den Link angeklickt, Studie, ist ja ein Link dabei gewesen bei dem Artikelchen, und habe den angeklickt und war schon ganz gespannt auf die Grafiken, die Zahlen und die Statistiken, die mir da geboten werden. Ich habe gedacht, oh Mann, verdammt, wenn die das jetzt tatsächlich bewiesen haben auf irgendeine Art und Weise, die Sinn macht, dann wird es natürlich jetzt schwierig. Dann werden wahrscheinlich überhaupt keine Demos mehr genehmigt, weil sie haben ja jetzt dann Zahlen, Daten und Fakten in der Hand, mit denen sie da entgegenwirken können. Also gut, ich klicke den Link an und dann geht's los. Vergangenes Jahr demonstrierten Zehntausende Querdenker in Leipzig und Berlin ohne Maske oder Abstand. Das Verhalten der Teilnehmer hat das Infektionsgeschehen erheblich beeinflusst, findet nun eine Studie heraus. Ein Verzicht auf die Demos hätte tausende Ansteckungen verhindern können. So ist es. So behaupten sie, meine ich. Weiter geht's. Ja, sagen nun Forscher des ZEW Mannheim und der Humboldt-Universität zu Berlin. Wären die Kundgebungen abgesagt worden, hätten bis Weihnachten zwischen 16.000 und 21.000 Infektionen verhindert werden können, heißt es in ihrer Studie. Die Wissenschaftler haben untersucht, wie sich die 7-Tage-Inzidenzen in Landkreisen mit einem hohen Anteil an Corona-Verharmlosern oder Leugnern entwickeln. Dabei haben sie mehrere Faktoren berücksichtigt. Der Anteil von AfD-Wählern in einem Gebiet, da die Partei die Gefahren des Virus größtenteils leugnet. Dieser wurde mit den Masern Impfquoten auf Kreisebene verglichen. Gebiete mit hohen Zustimmungswerten für die AfD und niedrige Raten bei der Masernimpfung von Kindern seien wahrscheinlich auch Heimat vieler Corona-Skeptiker, schlussfolgerten die Autoren. Da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Ey, das ist Wahnsinn, oder? Die haben sich tatsächlich angeschaut, wo die meisten AfD-Wähler sind und haben daraus geschlossen, dass das ja logischerweise Corona-Leugner sind. Und wenn die dann sich noch nicht gegen Masern impfen lassen, dann ist alles klar. Die sind's, das sind diejenigen, die Infektion schleudern auf den Corona-Demos sind. Klarer Fall, oder? Das kannst du dir nicht ausdenken, dass die das ernsthaft behaupten. Ohne Scheiße, oder? Die sagen ja sogar selber, steht in dem Artikel, sie schlussfolgern daraus. Da gibt es überhaupt keinen Beweis, keine Berechnung oder sonst was. Sie schlussfolgern nur daraus. AfD-Wähler, Masernimpfverweigerer ist gleich Corona-Leugner, ist gleich Anstecker. Wahnsinn. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Absatz. Vielleicht kommt ja noch was, was seriöser rüberkommt als eine Schlussfolgerung aus irgendwelchen zusammengefügten Annahmen. Steigende Inzidenzwerte nach Kundgebungen. Deutlichster Hinweis auf viele Corona-Skeptiker ist laut Studie aber das Angebot von Busfahrten spezialisierter Unternehmen zu den Corona-Demonstrationen. Viele Querdenker nutzen die Busse von Home for Hope, ein Netzwerk des bekennenden Corona-Kritikers Thomas Kaden, um zu Demonstrationen in ganz Deutschland zu kommen. Dieses Busnetz unterscheidet sich ganz wesentlich von den Linien vergleichbarer Busunternehmer. Honk for Hope hält zwar in ganz Deutschland, doch es werden auch viele kleinere Städte angefahren. Die Schwerpunkte liegt, das ist auch noch verkehrt, dabei unter anderem im Süden Sachsens, im Norden Bayerns und im Osten Thüringens. Okay, also gut.
AfD-Wähler, Masern, Impfungsverweigerer. Und jetzt kommt noch dazu, wenn man die Busfahrlinie Home for Hope benutzt, dann ist das das entscheidende Indiz dafür. Okay, immer noch kein Beweis oder keine richtige Begründung, warum das denn jetzt so ist, aber vielleicht ja jetzt. Die Forscher verglichen die Entwicklung des Infektionsgeschehens nach den Demos in diesen Gebieten mit Regionen ohne entsprechende Busangebote. Ihr Ergebnis, die 7-Tage-Inzidenz nach den Aufmärschen in Leipzig und Berlin, ist deutlich stärker in Orten mit einer Haltestelle des Home-for-Hope-Netzwerkes gestiegen. Bla bla bla. Einzelne Landkreise wollen die Autoren zwar nicht nennen. Doch es sei klar erkennbar, dass vor allem in kleinen Städten mit einer solchen Bushaltestelle die Inzidenzen stärker ansteigen. Wir interpretieren dies so, dass ein Ort, der recht klein ist, aber trotzdem so eine Bushaltestelle vorweist, einen besonders hohen Anteil an Querdenken-Demofahrern aufweisen muss und es daher auch plausibel ist, dass dort die Infektionszahlen nach den Demos stärker steigen, sagte Studienautor Martin Lange dem Tagesspiegel. Es ist doch echt, eigentlich echt saupeinlich, oder? Orte, in denen so eine Bushaltestelle angefahren wird, beweisen dann, dass dort vieles Corona-Skeptiker leben, weil die ja dazusteigen in diesen Orten mit diesen besonderen Bushaltestellen. Zack, ganz klarer Fall, Infektion. Mobile Minderheit ist erhebliches Risiko. Das individuelle Verhalten von Menschen, die sich weigern, Masken zu tragen oder Abstand zu halten, könnte offenbar großen Einfluss auf die öffentliche Gesundheit nehmen, heißt es in der Studie. Eine mobile Minderheit, die sich nicht an geltende Hygieneregeln hält, kann ein erhebliches Risiko für andere Personen darstellen, so Lange. Ja, da lese ich jede Menge, könnte, kann, eventuell ausgedachtes Zeug, das irgendwie in einen Zusammenhang gebracht wurde mit irgendeinem angeblichen Infektionsgeschehen, was ja in den größten Fällen einfach gar keins ist. Also das Ganze ist einfach nur an den Haaren herbeigezogene, gequälte Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, oder? Ey, ehrlich, das kannst du doch nicht einmal jemand vorspielen, der von der Sache überzeugt ist, dass Demo-Teilnehmer schuld sind, wenn das Infektionsgeschehen überall wieder ausbricht. Selbst der macht doch, oh bitte, peinlich, nee, nicht weiterreden. Aber vielleicht kommt ja jetzt noch was. Die Analyse von ZEW und Humboldt-Universität ist nach eigener Auskunft die erste, die die Wirkungen der Demonstrationen auf das Infektionsgeschehen quantifiziert. Durch die Ergebnisse ihrer Studie könnten sie den Konflikt zwischen legitimem Protest gegen die Freiheitsbeschränkungen und die Folgen für die öffentliche Gesundheit illustrieren. Große Veranstaltungen müssten in der Pandemie allerdings nicht automatisch zu Superspreading-Events werden, sagen die Autoren. Und jetzt kommt's. Studien aus den USA zeigten, Demonstrationen von Black Lives Matter hätten kaum zur Verbreitung des Coronavirus beigetragen. Dort hielten sich die meisten Teilnehmer an Abstandsgebote und trugen Masken. Zudem fanden die Demonstrationen vor allem im Sommer statt. Okay, die Demonstrationen fanden also vor allem im Sommer statt, im Gegensatz zu hier in Deutschland. 1. August, 29. August fällt mir spontan ein. Ist jetzt so gar nicht Sommer, oder? Aber zurück zu den Black Lives Matter Demonstrationen. Da fand ja auch eine riesen Black Lives Matter Demonstration in Berlin statt dieses Jahr im Sommer. Und da habe ich nochmal das Bild hier dazu ausgegraben.
Ja, das sieht man ja ganz eindeutig, dass die Abstände alle total eingehalten werden und fast alle Teilnehmer Masken trugen. Also es ist tatsächlich von mitten in Berlin, ihr seht es ja hier unten, es stand in der Taz, Black Lives Matter in Berlin, Polizei verhinderte Laufdemo. Also da saßen sie halt dann da alle rum, ne? Mit Mega-Abständen und ihren Masken. Hier das Ganze nochmal in der größeren Aufnahme, ein kleiner Ausschnitt davon. Also total riesengroße Abstände und alles voller Masken überall. Ja. Und wenn ihr jetzt noch auf irgendein Ergebnis von der Studie wartet, dass dann noch irgendwas kommt oder so, nee, das war tatsächlich das Ende von dem Artikel, dass die Black Lives Matter Demos so toll waren und da wurde ja alles gemacht, was zu machen ist und deswegen sind die toll. Und das war dann das Ende. Also so geht's auch, ne? Das muss nicht so sein wie bei denen da, bei den Wirrköpfen da und den Spinnern. Das ist das Ergebnis von der Studie, ja. Das ist eigentlich kein Ergebnis. Das ist eine zusammengewürfelte Sache aus Behauptungen und Schlussfolgerungen. Und ja, sag's ja. Ein AfD-Wähler, der seine Kinder nicht gegen Masern impfen lassen will, der mit dem Bus von Home for Hope fährt, aus einem kleinen Ort womöglich noch, wo keine große Buslinie halten würde. Derjenige ist schuld für die 16.000 bis 21.000 Infektionen, die vor Weihnachten hätten verhindert werden können. Da stand was von Berlin und Leipzig. Das war lang vor Weihnachten, aber ist ja egal, das Ganze ist hirnrissig und völligst daneben. Das Problem ist, dass das erste Bild, wo das ja steht, dass eine Studie praktisch das jetzt bewiesen hat oder nachgewiesen hat, dass die Querdenker-Demo-Teilnehmer schuld sind an großem Infektionsgeschehen. Das stand da drunter und dass man da nochmal erstmal klicken muss, aufs nächste Bild kommt und dann noch auf das Studie klicken muss, dass überhaupt dieser Artikel aufgeht, indem er dann erkennt, dass es von der Studie meilenweit entfernt ist, also mega meilenweit sogar entfernt ist. Das kriegt ja gar keiner mehr mit. Die meisten lesen einfach nur das erste Ding. Ah ja, da steht's, da gab es eine Studie und die Querdenker sind natürlich schuld an diesen Massenausbrüchen, die überall stattgefunden haben. Fertig. So bleibt es im Raum stehen und alles, was dazu zu sagen gibt, was ich jetzt getan habe, erfährt ja niemand. Also nicht so viele halt. Ja, die Leute, die es zufällig irgendwo auch gesehen haben, so wie ich, und sich die Mühe gemacht haben, da ein bisschen tiefer reinzugehen oder das eben von jemandem wie mir oder von jemandem auf einem anderen Kanal oder wo darauf aufmerksam gemacht worden sind, wie denn diese Studie eigentlich aussieht. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wie gesagt, ich hänge jetzt das Video von gestern noch mit dran hier und oh Mann, ich habe mich so gefreut, ehrlich, weil das so schön war da gestern draußen auf diesem Eis, auf dieser glitzernden Fläche und der blaue Himmel und alles war so schön und ich habe mich so gefreut, dass ich mein Handy dabei hatte und das Video da machen konnte und dann ging das so dermaßen schief. Das war so furchtbar, als ich das daheim mir angehört habe und ich, oh nein, bitte nicht, das, oh bitte, bitte, bitte nicht. Ich habe gedacht, das wird so ein schönes Video und dann ist es einfach Mist in die Hose gegangen. Ich hänge sie an, wie gesagt. Ja, also nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video und geht heute alle raus. Es ist schon wieder so schön, die Sonne scheint und der Himmel ist blau, es ist einfach wunderbar. Tschüss! Hallihallo. Ja, ich habe mich jetzt mal rausbegeben in die freie Natur, weil das ist bei uns echt so schön. Da sind die ganzen Wiesen überschwemmt und man kann Schlittschuh fahren. Ich habe hier auch meine Schlittschuhe dabei. Das möchte ich dann noch machen. Aber vorher wollte ich ein kurzes Video machen zu der Lockdown-Verlängerung oder wie man auch immer das nennen kann. Dem Endlos-Lockdown oder keine Ahnung. Zu dem es eigentlich gar nichts weiter zu sagen gibt, zu dieser Kanzlerrunde oder Länderchefsrunde oder wie man das nennt. Ich weiß es jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich mir es gar nicht angeschaut habe.
weil es sowas von sinnlos einfach ist, was da geredet wird. Das ist echt, ja, da weiß man gar nicht mehr, was man eigentlich dazu sagen soll, weil es gibt dazu nichts mehr zu sagen. Die erfinden irgendwelche Zahlen, nach denen sich alles richten soll, die aber so dermaßen variabel sind, also nicht von der Zahl her, weil 35 ist eine Zahl, die ist nicht variabel und 50 auch, aber wie die zustande kommt. Ich meine, das ist einfach lächerlich, dass man das so einfach nur beeinflussen kann mit irgendwelchen Tests oder so, in welcher Kapazität man die Tests macht und schon hat man eine andere Inzidenz sozusagen. Also es ist einfach nur Quatsch. Die Friseure dürfen aufmachen ab 1. März unter strengsten Hygienebedingungen. Weiß ich nicht, welche das sein sollen. Ehrlich gesagt, interessiert mich auch nicht. Ich gehe nicht hin, bevor das nicht alles einfach nur so ist, dass ich hingehen kann. Setz mich hin und fertig. Und alles andere steht ja weiter in den Sternen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Nichts geht eigentlich, ne? Der Einzelhandel darf da aufmachen und die Gastronomie und die Fitnessstudio und Pipapo, das alles, davon ist überhaupt keine Rede. Also alles für den Arsch, würde ich sagen, was da geredet worden ist. Reine Zeitverschwendung, weil eine Inzidenz kann ich herbeitesten, wie ich sie gerade brauche, oder sie erfinden sie einfach. Die Zahl ist ja auch egal. Das kann eh keiner nachprüfen. Und wenn sie jemand nachprüfen könnte, dann würde das niemanden interessieren, weil es wird ja keiner angehört, der irgendwas sagen kann zu irgendwelchen Zahlen, die zustande kommen, auf fragwürdige Art und Weise. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt sieht, weil ich bin echt von der Sonne so geblendet. Habe ich überhaupt Augen in dem Video? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Naja. Ich muss jetzt mal raus, einfach einen frischen, einen klaren Kopf mal kriegen von dem ganzen verrückten Irrsinn. Hier sind jede Menge Leute unterwegs, wie man sieht, auf dem Eis. Hinter mir. Keine Polizei bis jetzt in Sicht. Ich frage mich, wie lange das dauert, bis sie checken, dass es natürlich überhaupt nicht geht, dass sich hier Menschen Vergnügen und Spaß miteinander haben. Ach ja, also nichts in Sicht, alles bleibt, wie es ist. Ist ja also gewünscht. Ich meine, mir ist das klar, an euch ist das klar, dass nichts anderes gewünscht ist. Sie müssen halt irgendwas sagen für all die Leute, die immer noch glauben, wenn sie irgendwas tun oder beitragen zu der ganzen Sache, die Maßnahmen einhalten und würde es irgendwas an der Tatsache ändern, aber für die, naja, für die ist es halt gestrickt, diese ganze Veranstaltung da mit Pressekonferenz und Ländergipfel oder wie sich das alles so nennt. Ja, für die, zu deren Beruhigung, weil sie dann wieder Hoffnung schöpfen. Juhu, in 2 Wochen ist es. Und dann, wenn wir 35 erreicht haben, dann. Wobei sie nicht bedenken, wenn jetzt meinetwegen tatsächlich das mal passieren sollte, dass 35 über 3 Tage oder 7 Tage, ich weiß es gar nicht, oder 3 Wochen, glaube ich sogar, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, ist auch völlig egal, weil es keinen Unterschied macht. Wenn das dann tatsächlich mal erreicht werden sollte, was ist denn dann, wenn 2 Tage später das wieder nicht mehr so ist? So weit denken die Leute gar nicht, dass das alles auf so dünnen Eis ist, wie hier stellenweise, dass es überhaupt keinen Sinn macht, sich darüber zu freuen oder auf irgendwas hinzufiebern, weil das eben 2 Tage später schon wieder ganz anders aussehen könnte. Dann wird quasi der Laden wieder dicht gemacht oder ja, so stelle ich mir das ungefähr vor, ne? Dann kommt dann da der Anruf, also morgen ist wieder zu und in 3 Tagen wieder auf und bis halt einfach alles kaputt ist. Die werden es schon noch hinkriegen, wenn nicht vorher genügend Leute aufwachen und das Spiel einfach nicht mehr mitspielen und aufhören, damit zu machen, ganz einfach, ja. So, und jetzt gehe ich meine Schlittschuhe anziehen. Gebt mich da aufs Eis zu den anderen Leuten hier und wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich geht ihr auch raus. Ich tue mal kurz den Himmel noch filmen. Ah, so schön. Und wir
wir sehen uns beim, so bin ich glaube ich zu sehen, nächsten Video. Tschüss. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I...